Hallo bei Holzwägen TV. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man einen solchen Pfannenwender drechselt. Das Besondere daran ist, dass der Pfannenwender nicht aus einem Kantel, sondern aus einem Brett gedrechselt wird. Wie? Das zeige ich Ihnen jetzt. Das Brett aus feinjährigem Kirschbaum und dadurch für Küchengeräte besonders gut geeignet, ist 300 mm lang, 70 mm breit und 35 mm stark. Ich habe das jetzt eingespannt wie ein ganz normales Langholz. Das wird auch mit der ganz normalen Langholztechnik bearbeitet. Und für den Anfang nehme ich eine 27 mm Schrubbröhre. Und dann schalten wir die Maschine ein. Die Drehzahl, ja, 1200 Umdrehungen. Ja, 1300 Umdrehungen. Und ich arbeite den Stiel hier an der Reitstockseite an. Ich beginne immer mit dem Drechseln dort, wo am meisten weg muss. Das ist jetzt also da hinten an der Ecke am Reitstock. Beim Bearbeiten eines solchen Brettes hat man nicht ständig mit dem Werkzeug Kontakt zum Holz, sondern man hat einen sogenannten unterbrochenen Schnitt. Und deswegen muss man das Werkzeug auch besonders festhalten und man braucht einen guten Kontakt zur Handauflage, damit sich die ganze Geschichte nicht so aufschwingt. So, hier im vorderen Bereich lasse ich 8 cm kantig stehen. Und die dünnste Stelle vom Stiel ist also hier von der Spindelseite her etwa bei 12 cm. So. Wir können die Drehzahl noch ein bisschen erhöhen, etwa 1500 Umdrehungen. Wichtig beim Langholz immer, dass man bergab arbeitet, also vom großen zum kleinen Durchmesser hin. Handauflage etwas nachstellen. Also den Ansatz zum Stiel gestalte ich als Hohlkehle und hier etwa bei 12 cm werde ich jetzt den dünnsten Durchmesser anarbeiten. Auch hier jetzt wieder vom großen zum kleinen Durchmesser hin arbeite. Den Kopf des Stieles gestalte ich jetzt als Kreissegment, also nur so einen einfachen, flachen Bogen.
Dazu verwende ich eine 13 mm Formröhre. Und ich arbeite hier zum Reitstock hin Material weg, damit ich Platz habe für die Gestaltung. Ich lasse hier jetzt noch etwa 8 mm Material stehen, damit ich genügend Stabilität zum Schleifen habe. Beim Schleifen vom Vierkant ist es wichtig, dass man das Schleifpapier unten hinhält, damit das Werkstück am Schleifpapier abläuft und nicht aufläuft. Sonst kann es gestauchte Fingerkuppen geben. So. Wenn der Stiel fertig geschliffen ist, dann kann er jetzt da hinten endgültig abgestochen werden. Dazu benötigen wir wieder die Handauflage. Und die 13 mm Formröhre. Jawohl. So. Ganz zum Schluss reduziere ich wieder die Drehzahl, um die Schwingungen aus dem Werkstück zu nehmen. Und arbeite jetzt wieder hier so einen Millimeter etwa vom Stiel weg, eine kleine Sollbruchstelle an, an der man dann hier das Reststück abbrechen kann. So. Den Rest kann man jetzt dann von Hand noch etwas verschleifen. So, der Stiel ist soweit fertig. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt das Ausschweifen des Bogens von dem Pfannenwender. Und dazu gehen wir jetzt dann an die Bandsäge. Ich habe hier jetzt den Bogen für den Pfannenwender angezeichnet und werde den jetzt an der Bandsäge aussägen. Es kommt immer wieder mal vor, dass da so ein kleines Stück Holz einzieht. Und da muss man selbstverständlich die Maschine stoppen und erst dann das Teil entfernen. Jetzt zeichne ich noch die Form des Pfannenwenders an.
Bogen. Jawohl. Die Höhe der Sägebandführung ist absichtlich etwas höher gestellt, damit die Kamera besser die Geschichte filmen können. Normalerweise sollte man die Sägebandführung schon relativ nah, also so nah als möglich, an das Werkstück heranführen. So, der Pfannenwender ist jetzt grob vorgeschnitten und jetzt geht es wieder an die Drehbank, an die Schleifwalze, die ich jetzt also auf der Drehbank aufbaue, und dann erhält der Pfannenwender seinen Endschliff. Auf der selbstgefertigten Holzschleifwalze erhält jetzt der Pfannenwender seinen Vorschliff mit Körnung 80 und der feine Endschliff, der wird dann von Hand schön in Faserrichtung ausgeführt, dass der Pfannenwender auch wirklich ein Top-Finish hat. So. Ich habe jetzt etwa eine Drehzahl von gut 800 Umdrehungen. So, der Pfannenwender hat seine Endform erreicht. Jetzt wird von Hand noch der letzte Schliff gemacht und dann erhält der Pfannenwender mit etwas Öl ein bisschen einen Schutz für seinen Einsatz, wie gesagt, in der Pfanne. Da der Pfannenwender im Lebensmittelbereich eingesetzt wird, verwende ich jetzt zum Ölen auch ein Pflanzenöl und am besten eignet sich dazu Walnussöl, weil das Walnussöl im Gegensatz zu vielen anderen Ölen trocknet. Und so bleibt dann kein schmieriger, klebriger Ölfilm an der Oberfläche. So, von Zeit zu Zeit kann man solche hölzernen Küchengeräte ein bisschen nachölen. Ein paar Tropfen Walnussöl, Küchengrip. Die Holzteile danken es Ihnen. Ja, und damit verabschiede ich mich von Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen in Holzwerken TV.